Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Hallöchen, hier spricht der Slay. Vielleicht haben mich einige von euch schon mal in dem Video gesehen. Ich war der Random Guy aus dem Real-Life-Let's Play. ja, wir haben uns vor kurzem mal wieder getroffen und haben gedacht, ja komm, machen wir mal wieder was zusammen. Ja, ich stelle euch heute auch drei meiner Decks vor. Das sind einmal mein mega geiles Zombie-Deck, was da so liegt. Dann auch, ja, langweilig und so, Drachendeck und ein, wie ich es so gerne nenne, ein Krieger-Power-Deck. Das liegt da hinten irgendwo. Genau das da, wo gerade drauf gezeigt wird. ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal ganz random mit dem Krieger-Deck an, weil das ist halt, es macht Spaß, es hat Power dahinter. Und vor allem hat er ja eben seine schönen Drachen vorgestellt und das Deck ist dafür gedacht, Drachen in den Hintern zu treten. So, dann fangen wir jetzt mal an. Wir haben hier, sieht man das? So, ja, so. Kannst du die eine Hand darum machen, ne? Genau. hier haben wir zweimal Barster Klingenkämpfer, weil, wie gesagt, extra gegen Drachen. Weil Drachen sind so böse und so. Um ihn schneller zu specialen, haben wir hier dreimal den erfahrenen weißen Magier. Vielleicht kennen den einige von euch nicht. Es gibt ja auch, den gibt es immer als erfahrenen schwarzen Magier. Der ist halt dafür, um den schwarzen Magier zu specialen. Haha, wer hätte es gedacht. Ja, dann zwei Truppen im Exil. Ja, warum Truppen im Exil? Ganz einfach. Wenn irgendwer dann doch mal ein starkes Monster rauskriegt und ich nichts dagegen hab, rufe ich einfach meine Truppen und die sagen Tschüss Monster und dann macht das Tschüss. Ja genau, es sagt Tschüss, also es stirbt halt, weil der Effekt sagt halt, dass ich den anbieten kann als Tribut und dann ein Monster auf dem Spielfeld zu zerstören. Ja dann, was ich finde, was in keinem Kriegerdeck fehlen darf, in Rare, dreimal der plündernde Hauptmann. Ja, es ist ganz einfach, wenn er normal beschworen wird, specialt er Monster in Stufe 4 oder niedriger aus der Hand und solange er auf dem Feld liegt, kann kein anderer Krieger angegriffen werden, das Ganze dreimal, damit die sich schon gegenseitig schützen. Ja, das ist halt, wie ich schon erwähnt habe, ein Krieger-Power-Deck, deswegen finde ich, kann der hier nicht fehlen, weil der hat einen ganz tollen Effekt. Der kann ich von Monster mit 1,9 oder höher nicht zerstört werden, also 1900. Und ja, dann kann man den einfach so ganz schön aufpowern und ihm Macht verleihen und dann kann er am Ende sogar einem Fünf-Götter-Drachen in den Hintern treten, weil der Fünf-Götter-Drachen nichts gegen ihn tun kann. Wo hat denn ein Fünf-Götter-Drachen einen Hintern? ja, was auch eine schöne Kriegerkarte ist, die ich auch gerne in jedem Kriegerdeck wieder spiele, ist die DD-Kriegerin. Einfach weil ich sagen kann, wenn mein Gegner ein starkes Monster hat, gut, ich greife das Monster jetzt an, ich nehme zwar ein bisschen Schaden, aber ich entferne danach sein Monster aus dem Spiel. Ja, Benkei bringt eigentlich relativ wenig. Ich finde ihn halt nett, weil ich sehr viele Ausrüstungskarten spiele und hier steht das auch. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Für jede Ausrüstungskarte, mit der er ausgerüstet ist, kriegt er halt einen zusätzlichen Angriff, das heißt zum Beispiel eine Axt der Verzweiflung und er hat zwei Angriffe und dann immer so weiter. Defender, ja, einfach mal um ein bisschen Defensive reinzukriegen, weil da kommt man auch nicht so schnell vorbei. Total Abwehrshogun, ja, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ich finde den ultra nice. Der hat zwei Effekte. Als erstes sagt er, wenn er beschworen wird, geht er sofort in die Verteidigung. Also ich opfer ein Monster, der hat nicht leider 6 Sterne, dann switcht er sofort in die Verteidigung, wo er 2,5 hat, was ultra nice ist. Und da hat er noch den schönen Effekt, dass er angreifen kann, während er in der Verteidigung liegt. Das kann meines Wissens nach kein anderes Monster. Und ja, er hat halt normal im Angriff nur 1550, like Vampir Lady und so. Das war mal in einem Tinbox, ne? Jo, das ist auch der aus der Tin. Ich habe mir zweimal damals die Legendary Collection von Joey geholt, weil Joey einfach eine geile Sau ist. Und da war als Promokarte der blaue Flammenschwertkämpfer drin. Genau, da seht ihr es. Das ist meiner. Das ist meins. Gilford, die Legende. Ja, einfach nur, weil er sich selber aufbaut, sobald er beschworen wird.
Ja, Klingenritter. Würden einige vielleicht nee zu sagen? Ich sag dazu immer wieder gerne ja, der ist auch aus der TIN, wie ich gerade sehe. Ja, einfach weil ich so ein Mensch bin, ich habe nie Handkarten, ich weiß auch nicht wieso. Und dann hat er den schönen Effekt, wenn ich keine Handkarten habe, kriegt er einfach mal 400 Angriff dazu. Und wenn ich außer ihm kein anderes Monster habe und er Flip-Effekt-Monster angreift, dann wird der Effekt annulliert. Ja, dann Zauberkarten. Also hier so Standard Dark Hole, also Schwarzes Loch. Verstärkung für die Armee. Habe ich eben gesehen, hatte ich zweimal drin, habe ich jetzt rausgenommen. Ja, Kraft der Magie, gibt einfach nur einen Haufen Power. Ja, wie ich eben schon angesprochen habe, Axt der Verzweiflung. Mystischen Weltraum-Typhoon, also mystischer Raum-Typhoon, spiele ich nur einmal, was für mich eigentlich untypisch ist, weil ich die Karte so oft habe, wenn ihr Karten braucht, ihr könnt auch gerne mal anschreiben oder so. Stimmt. Lebendig Heimkenner Krieger, brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen. Kennt jeder, vor allem so Leute, die sowas Hartes wie Helden gespielt haben. Nein, ich habe nichts gegen Helden. Ja, Vilon Materie, einfach nur, weil ich mir drei Ausrüstungszauberkarten holen kann und dann entweder eine Karte ziehen kann oder eine Karte vom Gegner zerstören kann. Wappen des Drachenzerstörers. Ich habe die Karte bis jetzt auch nur einmal gesehen und zwar in meinem Besitz. Sie holt mir halt einen Bastard Player vom Deck oder vom Friedhof auf die Hand. Warum auch immer, aber kann ja mal passieren, dass ich das brauche. Fusionsschwert, irgendwas, gibt halt 800 Angriff. Und die Karte kann halt nicht durch Zauberkarteneffekte zerstört werden. Ja, Blitzklinge, auch immer gut, sind immerhin 800 Angriff. Warum ich die Karte spiele, weiß ich nicht. Ich finde es einfach irgendwie witzig. Und ja. Lass du jedes Mal, wenn du sie siehst, sowas. Ja, eindeutig. Ja, Kreisschwerkraft-Axt, ja, das sind Wächterkarten, Wächter. Die Wächter sind so gemein, ja. Ja, gibt auch 500 Angriff und gegnerische Monster können Kampfposition nicht mehr ändern. Finde ich ganz gut, zum Beispiel in Kombination mit Buch des Mondes, die ich jetzt hier nicht drin spiele, aber habe ich so auch schon gesehen. Gemeinsam sind wir stark, 800 Angriffspunkte für jedes Monster, weil ich hab immer viele Monster, gibt immer viele Angriffspunkte und gibt immer Aua. Phoenixklinge, ja, ist eigentlich nichts Besonderes, gibt halt 300 Angriff, mehr, ja. Ja, dann hier irgendwie so die Fallen, Entschuldigung, ich bin ein bisschen nervös, zitter, zitter. Ja, Wawoku schützt halt Monster, ich krieg keinen Kampfschaden, magischer Zylinder, einfach nur um zu sagen, haha, kannst greif ich doch an, stört mich nicht. Entkräftigungsschild, ja, falls ich doch mal ein bisschen Lebenspunkte brauche. Kunai mit Ketten ist halt eine ganz nice Karte, weil sie gibt mal Monster Angriff. Das rüstet mein Monster nochmal vor Angriff aus und ich vermute mal, ihr kennt die Karte sowieso alle, weil ihr habt wahrscheinlich sowieso alle die Serie geguckt damals und Joey hatte diese Karte ja auch. Aha, deswegen ist es wahrscheinlich meine Lieblingskarte. Ja, und natürlich eine Spiegelkraft, weil Badass und so. So, das war das Deck. Ups, da bin ich ans Stativ gekommen. Ja, mein Extra-Deck. Was? Maestrum der Dirigenten-Gin? Oder keine Ahnung, wie der heißt. Keine Ahnung, ich bin doof. ja, dann Aufzieh-Zen-Meister. Also, ich muss dazu sagen, ich spiele gerne mit Xyz, weil man sie schnell rauskriegt, weil sie auch nicht unbedingt schlechte Effekte haben. Eine meiner Lieblings-Xyz, der Gaga-Gaga-Cowboy. Ja, ich bin Gaga in der Birne. Nein, Spaß, kein Wortwitz. Er hat halt zwei nächste Effekte. Entweder, wenn er in der Verteidigungsmodus liegt und ich Monster abhänge, kann ich vom Gegner einfach mal 800 Punkte Schaden hauen. Oder, falls ich ein Monster abhänge, er im Angriff ist, verliert das gegnerische Monster bei der Step 500 Angriff und mein Cowboy kriegt 1000 dazu. Ja. Ja, Nummer 39 Utopia kennt ihr, da brauche ich nichts zu sagen. Der Klingenrüstungsninja ist eine Exit speziell für Krieger. Finde ich halt ganz nice, weil du kannst ein Material von ihm abhängen. Dann kannst du einen Krieger auf dein Feld wählen und das kann dann nochmal angreifen. Er selber mit eingeschlossen, also der hat dann zwei Angriffe. Und heroischer Champion Excalibur war einfach nur Kick-Ass hart und so. Und ja, wieder Tin da, guckt's euch an, Tin. Und jetzt machen wir mal random Schnitt und ich komme gleich wieder mit dem nächsten Deck. So, also jetzt haben wir hier mein nächstes Deck, meine Vampire. Da, Vampire, ich hab schon wieder falsch rum. Vampire, Vampirlord. Oh ja, der ist so awesome, auch wenn es eine Kaiba-Karte ist, aber der ist ultra awesome. Ja, in meinem Vampir-Deck spiele ich drei Vampirlords, einfach nur weil awesome, weil es Vampir und
ich gebe es ganz offen, ehrlich zu, den will ich nochmal cosplayen, vielleicht. Nein, ich finde ihn einfach ultra geil, auch vom Effekt her. Ich mache jetzt einfach mal den Deutschen nach vorne. Wenn er dem Gegner Kampfschaden zufügt, kann ich halt einfach sagen, hier, du schmeißt jetzt die und die Karte mal bitte von deinem Deck auf den Friedhof. Warum? Weil ich es kann. Ja, das Ganze dann dreimal. Zwei Zombie-Meister, weil Zombie-Meister einfach awesome und so und kann Zombies vom Friedhof specialen. Egal von welchem, auch vom Gegner. Nur leider spielt hier keiner Zombies. Patrizia der Dunkelheit. Sagt halt, da könnt ihr lesen, also ein Opfer, 2000 Angriff, ist zwar nicht so der Burner, da gibt's was Besseres, aber ich mag halt den Effekt, dass er sagt, ich darf sagen, welches Monster mein Gegner angreift. Das heißt, mein Gegner greift mich an, will mein Vampirlord, sagen wir mal, zerstören, ich hab da was gegen und sagt dann, er zerstört diese nette Karte, genau. Pyramidenschildkröte, kennt, glaube ich, auch jeder, ist sehr standardmäßig, spielt man oft, zeige ich euch gleich, also spiele ich dreimal. Special Titan, Zombie mit 2000 Defense oder weniger vom Deck. Dreimal, weil muss. Der Vampir Lady kann halt, wenn so. Der Vampir Lady. Genau, der Vampir Lady. Vampir Lady ist halt einfach Asshole. Nein. Also, ich finde. Nicht falsch verstehen jetzt, bitte nicht falsch verstehen. Es ist eine Frau nicht mit Asshole, nein. Keine sexistischen Witze auf meinem Kanal. Ist ja gut. Also hat zwar auch nicht so einen richtigen Angriff, aber. Sind halt 4 Sterne, kann man gut für Exits benutzen. Sehnenabsorbierender Knochenturm. Hätte ich gerne noch ein drittes Mal, dann würde auch die Lady wieder rausfliegen. Sagt halt, wenn ein Zombie speziell beschworen wird, muss mein Gegner die obersten beiden Karten vom Deck auf den Friedhof legen. Da ich dieses Deck drauf spiele zu specialen oder versuche es darauf zu spielen. Ja, kann das ziemlich Deck Destruction werden. Ja, hier die Standard. Kommen wir eigentlich mit der Pyramidenschildkröte Ryokoki. Kann nicht viel, außer wenn ich gegen Krieger und Hexer kämpfe, aber sonst sind es halt immer noch 2400 Angriff, die auch wehtun können. Ja, eine meiner absoluten Lieblingskarten, auch viel cooler als Marshmallow, nur mal so angemerkt, ist der Geister-Sensenmann, der mir hier fast aus der Hand rutscht. Den habe ich aus der Yugi's World, deswegen auch Holo, Holo, Holo. Regenbogeneffekte. Kann halt nicht durch Kampf zerstört werden. Wenn er den Gegner angreift und Kampfschaden zufügt, muss der Gegner eine zufällige Karte aus der Hand abschmeißen. Was auch ziemlich nervt. Kampfschaden durch einen direkten Angriff, so lese ich hier gerade. Und kann nicht der Karteneffekt. Doch, wird sofort zerstört. Nach dem Karteneffekt als Offensiv. Ja, Vampirfluch finden einige nicht so nice. Ich finde ihn schon nice, weil 500 Lebenspunkte auf und auf einmal kommt er mit 2,5 zurück, nachdem er in den Tank getreten wurde. Ich mag den. Einer von den neuen Vampiren. Sowas habe ich auch. Vampirgraf. Ja, der Effekt jetzt zu erklären ist ein bisschen lange. Er kann nicht halt specialen, beziehungsweise er kann. Und er hat halt schöne, nette Effekte. Vampir Genesis, um auch mal ein bisschen Angriff dazu zu bringen. Ja, ist nämlich das Structure Deck. Schinkenretter. Ja, Schinkenretter ist einfach awesome. Weil. Wie er schon gesagt hat, Schinken. Vampirzauberer, ja, finde ich halt auch sehr nett. Er kann halt eine Vampirkarte, egal ob Zauber, Falle, Monster vom Deck holen. Und ich kann ihn aus dem Friedhof verbannen, um einen, zum Beispiel einen Vampirlord, oh ja, liebe, zu beschwören, ohne was dafür zu opfern. So, das waren jetzt die Monster. Langeweile, kennt jeder, sind nur Standardkram. Hier meine Zauberkarten, Ruf der Mumie, kann halt ein Monster vom Typ Zombie specialen, wenn ich keine anderen Monster kontrolliere. Pyramide der Wunder, ja, muss nicht, ich find's so witzig, weil für jedes Monster, das mein Gegner kontrolliert, kriegen meine Zombies 200 ATK. Verlockung der Finsternis kennt man eher aus einem finstere Weltdeck, brauche ich wahrscheinlich nicht zu erklären. Hier, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, dreimal mystischer Raum, Taifun, einfach nur weil ich es kann. Vampirkönigreich, ja, bringt wirklich nur was, wenn man ein Vampirdeck spielt, sonst würde ich es keinem empfehlen. Übermächtiges Auge sagt halt, wenn ich einen Zombie, da seht ihr es, mit
2000 Angriff oder weniger habe, kann ich die Karte aktivieren und das Monster kann dann den Gegner direkt angreifen. Ja, theoretisch das Begräbnis einfach nur, um meine Zombies auf Friedhof zu kriegen. Dreimal Buch des Lebens, zwei verschiedene Rares und einfach nur so Ass-Kick-Hole, weil kann halt Zombies specialen und Gegner schon Monster entfernen. Ja, das waren jetzt die langweiligen Zauberkarten. Jetzt kommen wir zu meinen Lieblingen, nicht meinen Fallen. Haben wir einmal Ernste Warnung, weil ich heilfroh, als ich gekriegt habe, weil teuer und so. Sakuratsu-Rüstung, ja, kennt auch jeder. Dimensionsgefängnis, kann im Prinzip dasselbe wie Sakuratsu-Rüstung, nur dass das Monster entfernt wird. Ich halte mal wieder so mittig. Angsteinjagendes Gebrüll, kennt auch jeder. Bodenlose Fallgrube, müsste auch jeder kennen, nur falls erkläre ich es nochmal. Wenn ein Gegner ein Monster beschwört, egal ob Spezial, Flip, whatever, mit 1,5 oder mehr ATK, kann ich die aktivieren und das Monster wird sofort entfernt. Ja, ich liebe es, Karten zu entfernen. Und Spiegelkraft kennt ihr auch wieder. So, dann da bin ich ans Mikro gekommen. Nein, die Utopie hat keiner gesehen. Mikro. Ja, also von den Zombie-Monstern, vor allem der Vampirgraf hat den Effekt, er kann nur Exceed-Monster von der Eigenschaft Finsternis specialen, deswegen hier Heilfestung. Die kann zweimal angreifen, wenn ich Material abhänge. Oder, irgendein Monster hatte ich auswähle. Cool, habe ich bis jetzt falsch gemacht. Ja, Atreus, Hüter der Götterdämmerung, einfach nur weil Badass, sieht Badass aus, kann Badass Karten zerstören. Ja, und die vier habe ich euch ja eben schon gezeigt. Die spiele ich eigentlich in fast jedem Deck, weil einfach nur cool und so. Vor allem die beiden, die sind wichtig. Die will ich auch in jedem Deck spielen, wo vier Sterne-Monster gespielt werden, aber auf mich hört ja eh nie jemand. Und jetzt kommt der magische Schnitt. Vorbei. Ja, jetzt kommen wir zu einem langweiligen Deck, weil kennt jeder, hat jeder, weiße Drachen, dreimal. Ja, das sind die aus dem Structure-Deck da, heult, flamet mich. Aber ich finde die Version halt extrem cool. Ich habe auch fast jede Version, außer die von, aus der Banzai und noch ein, zwei andere. Ja, dreimal, weil gehört sich so, muss. Alexandrit-Drache spiele ich dreimal, weil einfach nur Badass, 2000 ATK, 4 Sterne, kann man auch zum Synchronisieren benutzen. Oder für Exceed. Ja, zwei Schimmerdrachen, einfach nur weil Schimmerdrache, ist einfach awesome. Flavellwache, ja, Empfängermonster, normales, gibt's auch nicht so häufig. Ja, hat 2000 Death, mehr kann das auch nicht. Ich sollte dazu sagen, dass das Deck bald eventuell nochmal abgeändert wird, aber könnt mir gerne Verbesserungsvorschläge auch da lassen, habe ich kein Problem mit. Ja, das waren normale... normale Monster! Und das war jetzt ein Aufnahmefail. Egal, bleibt drin. Das hast du nicht entscheiden, Kollege. Ja, dann hier... Dreimal Meld mit den blauen Augen, weil einfach nur, egal was der Gegner macht im Prinzip, der Weiße kommt und der Weiße ist awesome, der Weiße muss kommen. Zweimal der Weiße Stein der Legende, einfach nur, weil er den Weißen Special auf die Hand holt. Zur Meld muss halt, ich gehe nochmal zurück, zack, 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 Meld. Die sagt halt einfach, egal was passiert, du kannst den Weißen von überall specialen. Und das finde ich halt so ultra awesome an ihr. Es gibt Karten, die sagen, ja, du kannst sie von deiner Hand specialen, aber sie sagt halt einfach, es ist egal, wo er ist, deckt. Friedhof, Hand. Ja, Druckbilddrache, 2, weil Badass. Kennt ihr ja, Fallen verhindern, ist wichtig. Na, aufrichtig, ja, ist kein Drache. Flame, Flame, Flame. Aber ich finde den Effekt ganz nice. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Wenn nicht, könnt ihr ja mal nachfragen, was die kann. Es gibt, bestimmt Leute, die euch das sagen können. Rotäuger, finsterer Metalldrache. Ja, Special Teil Drachen, wie ich lustig bin. Trümmerdrache, ja, eigentlich auch nur wegen seinem Effekt, weil er halt ein Monster mit 500 ATK oder weniger vom Friedhof speziell beschwören kann. Ganz nice in Kombi mit dem Rettungskaninchen, weil das mal daneben geht. Ja, das Rettungskaninchen sagt halt, dass. Oh, sehe ich gerade, kann ich ja speziell beschwören. Egal, dann halt mit der Flammenwellwache, ne? Ja. Aber wenn ich das Kaninchen beschwöre, ja, ultra süß. Oder? Süß. Einfach nur weil Hase. Genau. ja. Also der sagt halt, ich kann zwei normale Monster der Stufe 4 oder niedriger von meinem Deck spezial beschwören. Nehme ich immer auf den Alexandrit, weil ich bis dann schon längst Schimmerdrachen weg habe. Und dann kann man ganz schnell einen ganz starken Exceed machen. Lup.
Ja, hier, Zauberkarten, Ruf des Silbernen, Spratch hält mir meinen Weißen wieder. Buch des Mondes, einfach nur weil, nee, du greifst mich jetzt nicht an, habe ich keine Lust drauf. Wieder meine drei heißgeliebten MSTs. Stilles Verhängnis, kann auch spezial beschwören, direkt für eine Seed, ja, Karte des Eingangs, finde ich, ist, sei man muss. Flügelschlag des Drachengiganten, auch eine sehr nice Karte. Spiele ich in dem Deck eigentlich hauptsächlich nur, falls ich doch mal wieder angenervt bin, weil diese Decks hier teilweise echt nerven. Ja, Dark Hole, kennt auch jeder. One for One oder einen für einen spiele ich ganz gerne, um mir meine Maiden, also meine Maid mit den blauen Augen, vom Deck zu holen. Ja, zweimal, weil kann ja einmal verhindert werden. Klatsch. Ja, wieder ernste Warnung als Konterfalle für irgendwas. Ruf der Gejagten, Spiegelkraft. Nein, ich habe nicht in jedem Deck eine, nur in den dreien. Bodenlose Fallgrube, ja, Dimensionsgefängnis und hier teuflische Kette. Ich kann es euch nur empfehlen. Das ist 100-mal besser als Schattenzauber, als Bandkreis und alles. Ich habe es sogar mal dreimal gespielt, habe mich dann lieber fürs zweite Dimensionsgefängnis entschieden, weil einfach nur besser und so. Ja, müsst ihr für euch wissen. Und dann kommen wir jetzt noch zum Extra Deck. Jetzt habe ich mich wieder fast am Mikro. Ja, hier einmal Katastor. Ist ein 5-Sterne-Synchro-Monster. Krieg ich in dem Deck sehr schnell raus. Habt ihr ja gesehen. Und alle Nicht-Finsternis-Monster, die mit der Karte kämpfen, werden halt sofort zerstört. Ist ultra nice gegen andere Drachendecks. Ist nice gegen Kriegerdecks, gegen Eisbarriere oder gegen was weiß ich. Ja, dann dreimal himmelblauiger silberner Drache, einfach nur bei Special. Dann kommen wir jetzt zu den Exceeds. Da habe ich einmal Donner Enddrache. Finde ich ganz nice. Brauche halt zwei normale Monster von. Einfach zwei normale Monster der Stufe 8. Hole ich im Normalfall dann auch mit dem Weißen. Und er sagt dann einfach mal, ich spreng das Feld. Der hier ist eigentlich relativ sinnlos. Ich habe ihn mir reingemacht, weil ich ihn irgendwie witzig fand. Also, der Effekt ist ein bisschen kompliziert. Also einmal pro Spielzug, also erstmal braucht er drei Monster Stufe 8, deswegen sowieso schon mal sinnlos. Aber wenn er da mal draußen ist, einmal pro Spielzug, weil ich keine Zauber- oder Feinkarte kontrolliere, kommt dann eine Schicksalsmarke drauf. Wenn da drei Schicksalsmarken drauf sind, habe ich halt schnell gewonnen. Kann einen retten, muss nicht. Ist halt so eine Karte, würde ich sagen, die man kurz vor Deckout spielt. Ja, und wieder meine vier Lieblinge, die nicht zum Abgeben sind. Wollen nicht schon oft genug probiert. Ja, ich hoffe, das Deckprofil hat euch gefallen. Ich würde mich über Verbesserungsvorschläge freuen. Ich lese die Comics auch gerne durch. Und haut raus, man sieht sich. Yay. Käsebrot, Käsebrot ist ein gutes Brot. Lecker, lecker Käsebrot.